zugelegt. Wir sind angekommen. Aber erstmal nur Madrid. Jetzt gibt es mal richtig schönes Bocadillo mit Schinken. Und einen richtigen Kaffee. Der ist so lecker. Wahnsinn. Naja, wir sehen uns dann auf der Madrid. Urlaub. So ihr Lieben, wir sind angekommen. Hier ist unser Apartment. Hotel Las Águilas, Puerto de la Cruz, Tenerife. Und ja, wie gesagt, wir sind gerade angekommen. Das ist Bad. Das ist der Babsi. Und hier der schöne Ausblick. Schönen Balkon, schönen großen Balkon. Klimaanlage läuft. Ja, wie gesagt, die Amis brauchen immer Klimaanlage. Hier ist der Ausblick. Geil, oder? Da kann man echt nicht meckern. Ja, da drüben ist ein Einkaufscenter. Riesengroßes El Campo. Von der Autobahn hört man nicht. Wie gesagt, wenn die Fenster so sind, ist es total ruhig innen drin. Ist schön. Und da oben ist der Teide. Höchste Berg Spaniens. 3375 Meter oder sowas. Ist sehr hoch. Da ist auch Schnee im Winter. Kann passieren, dass im Winter der Schnee bis zu den oberen Hängen runterkommt. Ja. War damals jedenfalls so. Ich denke mal, heute ist es nicht mehr, heute ist es nicht anders. Naja. So, wir werden jetzt erstmal so ein paar Sachen auspacken. Und dann kommt meine Mom jetzt noch gleich. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Heute Abend gehen wir wahrscheinlich essen. Und wir lassen uns das gut gehen. Also, später. Er kommt in den Erzählung, Ivanovac. Ja, wir haben es jetzt 10.40 Uhr früh morgens. Da geht schon die Nachtmusik ab hier. Oh, singt er doch schön, oder? Guck mal, der Babsi, auch mal hier, Honi. Honi. So? Another one. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Da kam noch einer. Und dann kommt noch einer. Der sieht genauso aus. Ja. Nein, die zweite eben. Sag mal deinen Spruch. Guten Morgen. Von Teneriffa. Mahlzeit, fast. Ja, wir machen jetzt mal so eine kleine Runde hier durch Puerto de la Cruz. Und nachher treffen wir uns mit meiner Mom. Und dann machen wir auch nochmal schön ein Video von oben runter. Ja. Und trinken noch ein Käffchen, weil heute ist der letzte Tag. Also morgen ist eigentlich der letzte Tag, morgen ist Abreisetag. Und ja, dann müssen wir dann unser Köfferchen wieder packen und so. Aber heute ist noch ein schöner Tag, wo man noch ein bisschen was machen kann. Und meine Mom, die hat uns so verwöhnt. Oh ja. Da kann man sich gar nicht vorstellen. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, Mama. Das ist so toll. Hier hält man noch an. Naja, hier hält man, weil die Fußgänger laufen. Ja, die laufen einfach. Ne? Aua. Ah, Titti. Titti hier stoßen. Na, sag mal. Muss mal rausschneiden. Nö, schneiden wir nicht raus. Mal, ist das eine schöne Aussicht hier, oder? Ach, das ist so schön. So geil, oder? Da hinten sind die Meeresschwimmbäder. Genau da. Können wir noch mal ein Stückchen latschen? Ja, können wir machen. Wir haben noch Zeit. Ja. Na komm, latschen wir mal weiter.
Wir sind die Mumien. Hier sind die Bänke für die Schwiegermütter. Also, wenn ihr mal mit eurer Schwiegermutter herkommt, hier sind die Ausruhbänke. Ups, was er denn? Das wäre aber nicht nett, weil meine Schwiegermutter ist nämlich eine tolle Schwiegermutter. Oh, schön. Ah, ja. So, hier ist Rancho Grande, nennt sich das. Wisst ihr, hätten wir auch hier frühstücken können. Ja, hätten wir auch machen können. Aber ist ja nicht so schlimm. Ob wir jetzt hier nur langlaufen oder frühstücken, ist ja wurscht. Ist ja fast das gleiche am Meer zu frühstücken wie auf dem guten Plaza del Chaco. Nein, komm. Aber war sehr lecker. Falls die Qualität jetzt nicht so besonders ist, mit dem Handy aufgenommen. Guck mal hier, Olivenbaum. Olivenbaum! Ach, guck mal, haben sie Fassade schon fast fertig. Ja. Was ist hinter dir? Ja, dann müssen sie überholen. Ich bin nun mal so breit. So, ihr Lieben, an dieser Stelle sagen wir mal tschüss. Ciao, ciao. Bis später. Der zweite Tag hat begonnen. Wir waren gerade schön frühstücken. Wie hat es dir geschmeckt, Frau Hocken? Guten Morgen! Das hat wunderbar geschmeckt. Wie im Urlaub. Ja, wie im Urlaub, wa? Ja. Ach, ist das schön. Heute regnet zwar, aber ist nicht so schlimm. Wir machen das Beste draus. Wir haben heute einige Sachen vor. Und dann starten wir den Tag. Heute, wie gesagt, etwas bewölkt, regnerisch, aber es ist auch okay. Und dann hier, guck mal hier, die kleinen Hundepfoten. Eine Hundepfote und hier drin ist auch noch mal eine Hundepfote irgendwo. Warte mal. Oh nee, hier unten. Da. Da ist auch noch eine Hundepfote. Niedlich, wa? So niedlich. Ja, geschlafen. Na, Babsi hat sehr gut geschlafen. Ich nicht so, weil die Kissen, die sind nicht so. Hm. Ich bin so eher der weiche Kissen-Typ und die Kissen sind recht fest. Also ich bin da sehr, sehr penibel bei Kissen. Und naja, aber gut. Muss mal fragen an der Rezeption, vielleicht haben sie noch ein weicheres Kissen. Aber ansonsten fühlen wir uns sauwohl. Frühstück war der Hammer. Geile Buffet mit allem drum und dran. Vielleicht nehme ich morgen mal die Kamera mit. Schauen wir mal. Und dann, ja. Dann zeigen wir euch dann weitere Sachen. Also, später. So, Urlaub ist zu Ende. Wir ziehen jetzt hier aus unserem schönen Apartment aus. Aber Zeit wird's. Koffer stehen schon bereit. Aber ja. Zeit wird's. Freuen uns auf zu Hause. Freuen uns auf zu Hause. Auf Hundi, auf Schnecki. Fenster müssen wir noch zumachen. Meinst du? Ja. Okay. Besser. Mach mal zu. Mal kurz noch mal den schönen Ausblick genießen zum Schluss hier.
noch mal ein letztes Mal den schönen Ausblick. So, fertig. Hey, jetzt sperrt die mich aus. Dann bleibe ich hier. Was der fehlt. Ups. Okay, ihr Lieben, wir machen uns jetzt auch runter auf dem Weg nach unten. Fahren nochmal zu meiner Mom. Und gehen dann nochmal an die Beach. An die Beach. Und dann um 4 zum Flughafen oder am Flughafen Auto abgeben. Und dann nach Madrid fliegen und dann da noch ein bisschen verweilen. Und dann morgen früh geht es dann weiter. Oh. Was nun? Oh. Oh. Spiegel vergessen. Siehst du, ich habe nämlich die Kamera auch noch im Safe drin. Ja, das habe ich auch beinahe vergessen. Stell doch mal. Ja, toll, du bist so toll. Ich muss bei dir mit rein. Alles klar. Okay, bis später. Ciao. Hallo. Ja, ist bestimmt verboten. Ist alles verboten. Wir fahren. Du darfst ja nicht reinhändig fahren. Nee, das ist. Dann soll ich das filmen. Ja. Aber wir haben einen VW Polo, wo man Platzangst drin bekommt. Ja. Und dann halt auch noch einen Schalter. Voll ätzend. Aber gut. Schlecht gefahren ist besser als gut gelaufen. Genau, er hat uns von A nach B. Auf jeden Fall. Mehr muss er nicht. Nee, eben. Eben noch gerade vollgetankt. Wo wir den hier vollgetankt wieder am Flughafen abgeben müssen. Und La Guagua. La Guagua. Autobus. Ja, die fahren hier bestimmt noch mit Diesel, ey. Ah ja, siehst du Musik aus. Gott, das gibt ja wieder Mecker. Ja, die von euch, die hier schon mal in Puerto de la Cruz waren, die kennen diese Gegend bestimmt. Und hier oben war unser Hotel, da oben auf dem Berg. Das sieht man jetzt nicht. Ich wollte gerade machen. Ja, hier oben, das ist der Berg vom Hotel. Ja, der höchste Punkt von Puerto de la Cruz. So, naja, machen wir jetzt mal Schluss hier. Habt ihr noch ein bisschen Road-Video gehabt? Und oder Babsi fällt noch ein bisschen, komm.
gegenüber. Da. Da ist die Boutique von Mike's Mom. Wenn ihr mal hier seid mit euren Damen, ihr habt super, super tolle Sachen. Tolle Qualität. Gute Preise. Und wenn ihr sagt, dass ihr von Mai kommt, dann gibt es bestimmt ein paar Prozent. Ich lehne mal jetzt mich aus dem Fenster. Wenn nicht, sagt er, Babsi hat sie gesagt. Fahren wir nochmal rum. Komm, fahren wir nochmal rum. Achso, hier jetzt mal geradeaus. Dann müssen wir. Meine Güte, ey, diese Verkehrsführung hier. Na, na, na. Wenn das jetzt eine Polente gesehen hätte. Ja, dann soll er mich verhassen. Ein amerikanischer Staatsbürger. Dann gibt's Mecker mit den beiden. Ja, dann gibt's Mecker mit den beiden. Ist klar nicht. Nee, mit den Koffern und alle drinnen, das ist jetzt nicht so toll. Die passen hier schon jenseitig auf. Sind schon ein bisschen rücksichtsvoller. Feuerlich hier. Wir fahren zwar auch wie die Henker. Hier wäre einer, aber nee, ist keiner. Rot markiert. Darf nicht. Und jetzt fahren wir da wieder rein. Naja, mach es mal aus. Jetzt hier schon. So, hier nochmal die Boutique von meiner Mom. Boutique Ladylike, Puerto de la Cruz. Playa Jardín. Gegenüber vom, ach nee, das heißt ja jetzt nicht mehr Turquesa, hieß früher Turquesa Playa, das Hotel, das heißt jetzt Alua Tenerife. Ja, also wer hier mal Urlaub macht, guck mal, da lugt sie raus, meine Mom, da lugt sie raus. Hallo! Wie gesagt, hier, Boutique Lady, Tenerife. Kommt mit euren Frauen. Mit den Frauen her, dann könnt ihr schön einkaufen. Alua Hotel. Ja, habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt, So tolle Sachen. Wasting money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say. Prozente sind abgeklärt, wenn ihr kommt. Wie viel Prozent? Kommt drauf an, wie viel man kauft. Genau, kommt auf die Einkaufssumme drauf an. 5% gibt es, wenn mit Mike. Codewort ist Mike. Genau. USA Diary. Also, wir sehen uns dann nochmal am Flughafen, Leute. Bis später. Tschüssi und bye-bye. You told me there'd be better days. And nothing that can pull us under. You wanna take the pain away. But know that I was born as a fighter. We fade, but we're better than that. We're better than that. I know, you know, so why are we holding on, holding on?
einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich euch. Jo, wir sind wieder zu Hause. Soll ich sagen, in einer Woche hat sich schon die Farbe der Bäume recht stark verändert. Hier ist unsere Schnecke. Da möchte ich auch ganz oder nochmal ganz herzlich Danke sagen an Linda und Gotti, die auch Sherry adoptiert haben für eine Woche. Ja, Sherry war eine Woche bei Linda und Gotti und ja, der ging so gut. Ja, also an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank. Kommst mit? Komm mit, Alter. Ja, ich will mal gucken, ob meine Karre anspringt. Nach einer Woche sollte eigentlich. Aber man weiß ja nicht, ne? Ja, die Farbe des Rasens, die verändert sich langsam von grün zu braun. Ja, hier muss ich auch noch Rasen mähen oder mal drüber fahren, dass es wieder ein bisschen vernünftig aussieht. Sieht so ein bisschen rupfig aus hier. Rupfig! Ja. So. Also, Tür geht auf. Jetzt nicht weitermachen. Mal sehen, nachher noch mal einen Rasenmäher rausholen, keine Ahnung. Auf jeden Fall an dieser Stelle, denkt mal, wird das Video zu Ende sein. Entweder wird es ein langes Video oder ein kurzes Video, weiß ich noch nicht. Oder ein mittleres Video, keine Ahnung. Oder vielleicht wird es auch eine Überlänge. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall an dieser Stelle noch mal ganz herzlichen Dank an meine Mom für das tolle Verwöhnprogramm auf Teneriffa. Wir haben uns super wohl gefühlt und der Abschied fiel schwer. Ne? Naja, aber vielleicht kommt meine Mom ja irgendwann mal bald wieder hierher. Wir planen auf jeden Fall wieder nach Teneriffa zu fahren oder zu fliegen. Übernächstes Jahr wollen wir alle zusammen nach Vegas. Mal gucken. Und nächstes Jahr wollen wir hier einen langen Trip machen mit dem Camper. Und mal sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt dieses Jahr noch 2 Campingtrips. Jetzt in 3 Wochen nochmal. Und dann nochmal über Weihnachten. Und ja, wie gesagt, also nochmal vielen lieben Dank für die tolle Zeit auf Teneriffa. Dankeschön. Und damit soll das Video hier auch jetzt zu Ende sein. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Denke, ist ein bisschen wirr. Ja, sind viele, sag mal, ich hatte auch nicht immer die Kamera bei jetzt im Urlaub. Hab ein paar Sachen gefilmt. Nicht alle, nicht viel, aber ein paar. Und hier von zu Hause noch ein bisschen. Also ist ein bisschen sehr gemischt gewesen. Aber ich hoffe, hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und nicht vergessen, Daumen, abonnieren, kommentieren. Teilen, liken, bla, hin und her, wisst ihr Bescheid. Also an dieser Stelle, tschüssi und bye bye, euer Mike. Sherry, die im Auto sitzt, Babsi, die drinne ist, Koffer auspackt und so weiter, Wäsche wäscht. Also, tschüssi und bye bye, euer Mike.